Meine Wasserflasche ist runter. Demonstrieren wollen. Der Antreteplatz ist voll. Wir bitten euch alle, am Lautsprecherwagen vorbei, über die Brücke zu laufen, am Bundeskanzleramt vorbei, immer geradeaus. Ja,
Welt. Danke.
Nachgewiesen ist. In den USA gilt ein anderes Prinzip. Da lässt man zu, um dann hinterher festzustellen, ist es schädlich oder nicht. Und das wollen wir nicht. Wir verteidigen deshalb das Vorsorgeprinzip. Hormonfleisch auf dem Tisch. Wir wollen keine Tiere, die mit Hormonen gemästet worden sind. They are fighting trade pacts that threaten our common home. I don't come here on behalf of the Wall Street banks that are lobbying to insert rules in TTIP. Also wir lassen uns von der TTIP-Mafia, die hier unsere Technik boykottiert, nicht der Stimmung verderben. Wir reden schon mal ein bisschen, was heute noch in Europa passiert, Uwe. Wir sind nämlich nicht allein in Berlin, da sind wir so 200.000 Leute mal eben, sondern ein bisschen passiert noch im Rest von Europa. Ernst Christoph, wenn du uns hörst, er telefoniert gerade nach den letzten Zahlen, die würden wir jetzt mal kurz vorstellen. Aber Uwe weiß auch schon ein bisschen was, was in ganz Europa heute zu TTIP passiert. Hallo ihr Lieben,
dass wir heute auf der Straße sind, passiert nicht nur in Deutschland. Heute hat es eine Demonstration in Sofia gegeben, wo die Menschen vor die EU-Vertretung gezogen sind. Und wir schicken Ihnen hier aus Deutschland einen solidarischen Gruß. Es hat eine Demonstration, liebe Freundinnen und Freunde, in Amsterdam gegeben. Auch dort gingen die Menschen auf die Straße und forderten: Stopp TTIP, stopp CETA! So, jetzt haben wir noch überbrückt. Ernst Christoph macht weiter, der hat sogar die Zahlen dazu. Die ganze Europa haben über 3,2 Millionen Menschen die Europäische Bürgerinitiative unterzeichnet. Ja, ich hoffe, ihr alle. Über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland alleine. Über 500.000 Menschen in Großbritannien. Rund 360.000 Menschen in Frankreich, über 110.000 in den Niederlanden, wo derzeit darüber diskutiert wird, dass ein Volksbegehren gestartet wird gegen TTIP und CETA. Und in 23 von den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das Quorum für eine selbstorganisierte, für eine europäische Bürgerinitiative geknackt worden. Genau. Und es ist eine Schande, dass die Europäische Kommission diese Bürgerinitiative nicht anerkannt hat, dass wir zum Europäischen Gerichtshof gehen müssen, um dort Recht zu bekommen gegen die Europäische Kommission, die nicht mal eine Bürgerinitiative zulassen will. Also 3 Millionen Menschen in Europa, die gesagt haben, kein TTIP. Ich finde, das sollten wir feiern, und zwar alle zusammen, um hier wieder die Stimmung zum Kochen zu bringen. Ernst Christoph, da brauche ich dich dazu und Uwe Hinsch auch. Ihr kennt das ja alle schon. Von Finnland bis Kreta, stopp TTIP, top CETA. Schaffen wir das alle zusammen? Also nochmal. Von Finnland bis Kreta, stopp TTIP, stopp CETA. Ein bisschen lauter, Leute. Also noch ein bisschen lang hier eigentlich. Los. Also, von Finnland bis Kreta. Stopp TTIP, stopp CETA. Von Finnland bis Kreta. Stopp TTIP, stopp CETA. Und jetzt für unsere Freunde in Paris. Von Frankreich bis Kreta. Stopp TTIP, stopp CETA. Von Frankreich bis Kreta. Stopp! Stopp! Und jetzt noch mit allen Farben, die hier sind, zusammen. Und für die 500.000 in Großbritannien. Von London bis Kreta. Stopp! Stopp! Kreta. Von Also wir lassen uns von der TTIP-Mafia, die hier unsere Technik boykottiert, nicht die Stimmung verderben. Wir reden schon mal ein bisschen, was heute noch in Europa passiert, Uwe. Wir sind nämlich nicht allein in Berlin, da sind wir so 200.000 Leute mal eben, sondern ein bisschen passiert noch im Rest von Europa. Ernst Christoph, wenn du uns hörst, er telefoniert gerade nach den letzten Zahlen, die würden wir jetzt mal kurz vorstellen. Aber Uwe weiß auch schon ein bisschen was, was in ganz Europa heute zu TTIP passiert. Hallo ihr Lieben, dass wir heute auf der Straße sind, passiert nicht nur in Deutschland. Heute hat es eine Demonstration in Sofia gegeben, wo die Menschen vor die EU-Vertretung gezogen sind. Und wir schicken Ihnen hier aus Deutschland einen solidarischen Gruß.
Es hat eine Demonstration, liebe Freundinnen und Freunde, in Amsterdam gegeben. Auch dort gingen die Menschen auf die Straße und forderten: Stopp TTIP, stopp CETA! So, jetzt haben wir noch überbrückt. Ernst Christoph macht weiter, der hat sogar die Zahlen dazu. In ganz Europa haben über 3,2 Millionen Menschen die Europäische Bürgerinitiative unterzeichnet. Ich hoffe, ihr alle. Über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland alleine. Über 500.000 Menschen in Großbritannien. Rund 360.000 Menschen in Frankreich. Über 110.000 in den Niederlanden, wo derzeit darüber diskutiert wird, dass ein Volksbegehren gestartet wird gegen TTIP und CETA. Und in 23 von den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist das Quorum für eine selbstorganisierte, für eine europäische Bürgerinitiative geknackt worden. Genau. Und es ist eine Schande, dass die Europäische Kommission diese Bürgerinitiative nicht anerkannt hat, dass wir zum Europäischen Gerichtshof gehen müssen, um dort Recht zu bekommen gegen die Europäische Kommission, die nicht mal eine Bürgerinitiative zulassen will. Also 3 Millionen Menschen in Europa, die gesagt haben, kein TTIP. Ich finde, das sollten wir feiern, und zwar alle zusammen, um hier wieder die Stimmung zum Kochen zu bringen. Ernst Christoph, da brauche ich dich dazu und Uwe Ecksch auch. Ihr kennt das ja alle schon, von Finnland bis Kreta, Stopp TTIP, Top CETA. Schaffen wir das alle zusammen? Also nochmal. Von Finnland bis Kreta, Stopp TTIP, Stopp CETA. Ein bisschen lauter, Leute. Also noch ein bisschen lahm hier eigentlich. Los. Also, von Finnland bis Kreta. Stopp TTIP, Stopp CETA. Von Finnland bis Kreta. Stopp TTIP, Stopp CETA. Und jetzt für unsere Freunde in Paris. Von Frankreich bis Kreta. Stopp TTIP, Stopp CETA. Von Frankreich bis Kreta. Stopp! Stopp! Und jetzt noch mit allen Farben hier sind zusammen. Und für die 500.000 in Großbritannien. Von London bis Kreta. Stopp! 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 Stopp!